Hallo, das folgende Video mit Vera F. Birkenbiel habt ihr 24 Spenderinnen und Spendern zu verdanken. Sie haben mit ihrem Betrag dazu beigetragen, dass wir das Interview mit ihr aus dem Jahr 1999 veröffentlichen dürfen und den Lizenzbetrag an das Schweizer Fernsehen bezahlen konnten. Herzlichen Dank an euch alle. Wir hatten Vera F. Birkenbiel 2001 persönlich kennengelernt und später im Jahr 2004 waren wir persönlich bei einer Aufzeichnung im Schweizer Fernsehen dabei, als sie von Kurt Eschbacher in der Sendung Eschbacher ausführlich interviewt wurde. Dieses Video ist ja bereits online. Genau. Und nach dieser Sendung hat sie allen ganz stolz erklärt und erzählt, dass sie eben schon das zweite Mal bei Eschbacher eingeladen war. Und sie hat dann von diesem ersten Auftritt erzählt. Und sie hat uns damals gesagt, dass sie am Nachmittag quasi eine Probe hatten. Und ihr werdet es dann sehen im Video, da eher aufwendig war, wie sie da ins Studio gekommen ist, hat man das eben geprobt. Und sie war halt angezogen, wie sie halt angezogen war. Es war auch, glaube ich, ziemlich heiß, hat sie erzählt. Und sie hat dann Herrn Eschbacher gesagt, ja, so heute Abend beim richtigen Interview, da komme ich dann quasi anders angezogen daher. Und er hat zu ihr gesagt, nein, nein, lassen Sie das so, das ist super so, perfekt, genau. Alles so lassen. Das ist authentisch. Ja. Und das hat sie dann auch gemacht. Das war auch authentisch, ja, so war sie auch unterwegs. Genau, und sie ist dann eben so angezogen, eben auch dann reingekommen und sie hat dann immer mit einem schallenden Lachen und Gelächter gesagt, und wisst ihr, was dann der Kurt Eschbacher gesagt hat? Frau Birkenbiel, wie kommen denn Sie daher oder wie schauen Sie denn aus? So hat sie das uns erzählt und wir waren immer ganz entgeistert und haben gedacht, war das wirklich so? Hat er das wirklich so gesagt? Ja. Wir werden es sehen. Schaut selbst. Viel Spaß beim Video. Wir haben als unser nächster Gast jemanden, der als Person immer wieder außerordentlich überrascht. Und zwar durch ihren Auftritt, durch ihre Art und Weise, wie sie denkt, durch ihren Erfolg, durch ihr Aussehen und hauptsächlich auch durch das, was sie zu erzählen hat. Hier ist sie. 2 Millionen Bücher hat sie bis jetzt herausgegeben. Ist Nummer 1 in Deutschland, was Kommunikations- und Managementtraining anbelangt. Vera F. Birkenbiel. Frau Birkenbiel. Jetzt sagen Sie mal, wie sehen Sie denn aus? Das war Ihr Wunsch. Ich finde das toll. Bitte nehmen Sie Platz. Sie kommen Sie eigentlich immer mit Ihrem Camper jeweils an die Vorträge? Ja, das ist meine portable Höhle, weil die portable ich der Höhle. In der Höhle bin und ja. Wenn ich auf Reise gehe, nehme ich die Höhle mit. Und Sie schlafen auch da drin? Ja. Also Sie kriegen irgendwie 20.000 Franken Honorar und schlafen in der Höhle? Ja, ich kriege ein bisschen mehr, aber es macht nichts. Ja, ja, solange man in der Höhle schläft. Und Frau Birkenbiel, wenn man das hört, dann denkt man, also Sie lesen Armani-gewandeten Gewinnmaximieren die Leviten und selber sehen Sie nicht unbedingt aus wie eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Treffen da verschiedene Erwartungshaltungen aufeinander? Ja, also erstens lese ich keine Leviten, sondern ich habe einen psychologischen Supermarkt und sie kaufen, was ihnen gefällt, was nicht, lassen sie auf dem Regal liegen. Punkt 1. Punkt 2 ist eines meiner Angebote, dass sie authentisch sind, das heißt ihrer Persönlichkeit entsprechend. Da ich keine Dame bin, also ein Vollweib, aber keine Dame, ja. Ziehe ich mich auch nicht an wie eine Dame. Sagen Sie mal. Waren Sie in jedem Moment so selbstsicher? Nein. Ich bin mit 19 nach Amerika geflüchtet und wusste nicht, dass es eine Flucht war. Habe es erst gemerkt, als ich dann festgestellt habe, ich habe meine Probleme mitgenommen. Und das zwang mich, mich auseinanderzusetzen. Ich hatte furchtbare Selbstwertgefühlprobleme. Und darum kann ich Menschen auch helfen, weil ich den Weg gegangen bin. Nicht Textbuchseite 117a, sondern gelebte Praxis.
Man sagt ja sehr oft und stellt das auch immer wieder fest, ich sehe etwas und meine, dass der andere das Gleiche sieht. Und da gibt es, glaube ich, immer wieder sehr frappante Missverständnisse. Ja. Wie erklären Sie sich das? Also wenn Sie sich das so vorstellen, jetzt kommt die vorbereitete Zeichnung. Die spontan vorbereitete Zeichnung, bis jetzt ist das Papier weiß. Also, wir wollten eine Zeichnung machen. Wenn das die Wirklichkeit wäre, ja, und wir sind der Wahrnehmende, das ist Ihre Nase, Ihre Augen. Sie zeichnen immer gerade umgekehrt. Genau, ne? Das ist toll, ja. Dann schauen wir durch eine Reihe von Filtern. Mhm. Und diese Filter, wie zum Beispiel unsere persönliche Erwartungshaltung, verändern die Realität. Ja. Und da ja jeder Mensch seine eigenen Filter hat, werden nie zwei Menschen, nicht einmal identische Zwillinge, hundertprozentig dieselbe Realität sehen. Und darum können wir durch Kommunikation rauskriegen, wo die Überschneidungen sind. Wir können uns auch jeden Menschen als in einer Insel vorstellen. Und da, wo wir Überschneidungen haben, da verstehen wir einander. Aber das ist verdammt wenig. Ja. Aha. Und das sind die Bereiche, da ist der andere intelligent und sympathisch, ja, und ein toller Mensch. Und wenn hier er hier ist ein X hat und ich habe hier ein Y, ist, dann sieht er das falsch. Ja, der andere. Ja, natürlich. Ja, klar. Der sieht das falsch. Grundsätzlich. Ja, natürlich, weil wir ein Programm haben, dass nur unsere Wirklichkeit die einzige ist. Und wie kann man dem Gegensteuer geben? Erstens, wenn ich begreife, dass wir Wirklichkeit herstellen durch die Interpretation dessen, was wir sehen, dann kann ich sagen, seine Insel, meine Insel. Ich kann also viel mehr Toleranz aufbringen. Also ich kann sagen, ich habe das und das und das von dir verstanden. Dann habe ich mal gesagt, meine Insel kommt bis hier. Wo ist deine? Zum Beispiel. Ja. Oder wir haben im Deutschsprachigen das Gefühl, wir müssen uns entweder einigen oder entzweien. Okay? Ja. Bei uns in der Schweiz gibt es eine dritte Variante. Da macht man grundsätzlich einen Kompromiss. Ja, Moment. Der Kompromiss ist ja oft auch ein Fauler. Eben. Muss ja jeder was aufgeben. Um das ging es mir. Ja, das meine ich eben jetzt nicht. Und die das Angelsachsen, die ja, Angelsachsen haben noch etwas, was uns fehlt. Die sagen dann, let's agree to differ. Aha. Das heißt, das ist ihre Insel, das ist meine Insel, wir haben jetzt hier die Stonks. Ja. Und wenn wir uns einigen, dass jeder seine eigene Wirklichkeit sehen darf, let's agree to differ. Und das nenne ich dann im Deutschen die Zweinigung. Die Zweinigung. Und dann können wir sagen, das ist eine Frage der Mode, darüber kann man streiten, du darfst die Krawatte toll finden, ich kann sie unmöglich finden, einigen wir uns darauf, dass es jeder eine Krawatte sie so finden ist, kann, wie er will. Ja. Und aha, dass das legitim ist. Jetzt, also denke ich mir manchmal, wie ist es dann zwischen Männern und Frauen? Da die lacht sie nur. Da müssen sie eine neue Zeichnung machen, also oder das wegschmeißen. Der Filter für Männer und Frauen ist natürlich dramatisch. Wobei, wenn wir jetzt Männer und Frauen sagen, vereinfachen wir natürlich und meinen Leute, deren Gehirnarchitektur männlich oder weiblich ist. Das kann natürlich eine Frau sein mit dem männlichen Gehirn und vice versa. Aber Männer und Frauen sehen die Welt sehr, sehr anders. Das ist ein dramatischer Filter. Und das Hauptproblem ist, dass wir uns einbilden, wir würden sie identisch sehen. Mhm. Wo sind dann die Unterschiede? Also da wir wenig Zeit haben, komme ich mal gleich zu einem ganz wesentlichen Unterschied, wie wir Probleme sehen. Einverstanden? Mhm. Also für Männer sind Probleme etwas, was man lösen sollte, möglichst alleine, gut fürs Selbstwertgefühl. Wenn er Hilfe braucht, fühlt er sich nicht wohl. Mhm. Und für Männer, wenn sie also ein Problem lösen wollen, gehen sie in die Höhle, ziehen sich zurück, bis sie es gelöst. Rollen den Stein davor und genau, so weiter. Also der Mars-Mensch sozusagen, mhm, der Mars war mal voller Höhlen. Die Venusianerin hingegen, auf der Venus gab es keine Höhlen, da gab es Clubcenter, weil für eine Frau ist ein Problem etwas, was wir Sprechdenken gemeinsam erkunden wollen, um im Gespräch herauszufinden, ob ein Problem da ist und wenn, worin es besteht. Ja, aber nicht Lösung ist zweitrangig. Ja, wir müssen erst begreifen das Problem. Das begreifen, eigentlich sind Frauen die Philosophen. Ja. Bloß da sie bis zu Goethes Zeiten kaum lesen durften, hat man es noch nicht gemerkt. Das merkt man erst jetzt. Zur Zeit sind die... Zurzeit sind in den Geisteswissenschaften mehr Frauen als Männer immatrikuliert. Mhm. So, das heißt also, wenn er nach Hause kommt und sie merkt, sie ist auch Körpersprache, haben sie heute schon gehabt, genau, nicht? Sie ist da viel sensibler als er und liest auch besser zwischen den Zeilen, hört auch besser die Töne. Also er kommt nach Hause, sie merkt, er hat ein Problem, sie sagt, was ist los? Er sagt, nichts. Mhm. Sie sagt, da ist doch was, er sagt, nichts. Höhle. Ganz genau, ganz genau. Jetzt hat sie aber noch ein Zusatzprogramm. Auf der Venus gab es ein Gesetz, wenn einer ein Problem hat, musst du ihm helfen. Schlecht. Oh. Jetzt ist der Konflikt vorprogrammiert. Ja, ja. Alles klar. Mhm. Warum? Weil jeder in seiner Insel ist.
Jeder sieht die Welt aus seiner Insel und denkt, der andere müsse sie genauso sehen. Und wie geht es dann weiter? Ja, wenn er nicht bereit ist, mit ihr darüber zu reden, dann impliziert sie, was in ihrer Insel los wäre. Also nehmen wir an, er geht dann in die Kneipe an der Ecke und starrt in sein Bier und versucht, sein Problem zu lösen. Dann ruft sie natürlich eine andere Venusianerin an, weil für sie sind Probleme etwas, worüber man redet. Und dann sind die beiden sich einig, Venusinsel, er hat kein Vertrauen zu dir, weil eine Frau ja nur dann nicht reden würde, wenn sie kein Vertrauen hätte. Das wird jetzt impliziert. Dadurch kann ich nie drauf kommen, dass er prinzipiell über Probleme so lange nicht reden will, wie er sie nicht in Worte fassen kann. Wenn er zwei Stunden später dann fröhlich pfeifend heimkommt, weil das Problem gelöst ist und sie mit fünf Venusianerinnen geredet hat, dann ist sie in Tränen aufgelöst und redet von Scheidung, genau. Ja, Frau Birkenbiel, ich kann da nur sagen, vielen herzlichen Dank für diesen grundsätzlichen Einführungskurs über die Venusianerinnen und die Marsianer. Ich denke mir, ich muss mich noch etwas in Ihre Bücher vertiefen. Es war ganz toll, dass Sie gekommen sind. Freut mich, ganz war gerne hier. Dank. Danke schön.